Die zoologische Genehmigung für den genehmigten Betrieb des Tiergeheges am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz ist Ende 2022 ausgelaufen. Schon vorher wurden bereits diverse Rückbauarbeiten durch den städtischen Bauhof vorgenommen. Gemeinsam mit der Bevölkerung hat sich die Kreisstadt Gedanken zur Umgestaltung gemacht. So wurde der Tierbestand auf maximal 20 Wildtiere im Gehege reduziert. Das Dammwild konnte erhalten werden und profitiert von einem größeren Gehege. Die Steinkäuze und Dohlen wurden in neue Einrichtungen abgegeben sowie zum Teil ausgewildert. Die Haustiere wie Degus, Ponys, Esel, Fasane, Enten, Gänse und Hühner wurden ebenfalls vermittelt. Die Makakenäffchen Erna und Momo konnten jedoch kein neues Zuhause finden. Kaninchen, Zwergziegen und Kamerunschafe, die heute in den beliebten Streichelgehegen untergebracht sind, sowie die Meerschweinchen und Wollschweinmischlinge bleiben erhalten und werden in das neue Konzept integriert. Neben dem dazu notwendigen Rückbau von diversen Volieren und dem Zaun im Geflügelpark wurden bereits einige Bänke zur Steigerung der Aufenthaltsqualität neu aufgebaut sowie eine Naturwiese errichtet. Das Gelände soll in den kommenden Jahren weiter, Schritt für Schritt, hin zu einem attraktiven Naherholungszentrum umgestaltet werden. Viele gute Ideen und Vorschläge sind dazu über eine Fragebogenaktion eingegangen. Knackpunkt, so die Stadt, sei aber auch hier die Finanzierung. Ein Besuch in frischer Waldluft genießen lohnt sich ja bekanntlich immer. Doch gerade jetzt ganz besonders. Es gibt Nachwuchs bei den Ziegen und Kamerunschafen zu bestaunen.